So. Boing. Bei deinem Text. Aha. Ja, ich weiß, viele sind mit der Kriminalität unzufrieden. Was? Pollution? 11%? Digga, die Industrie ist hier unten. Was habt ihr da oben mit der Abgasse für Probleme? Ach so, gut, okay, durch den Verkehr natürlich, klar. Da ist was dran. Ich muss definitiv Polizei bauen. Road. Ich baue schon mal die Straßen dafür aus. Wire. Oh, da kann ich sagen, welche Police Station. Station hinstellen. Sorry, 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 sorry. Hardcore Dubstep, deine Mutter ist egal. Asset Value 15 Millionen. Wie komme ich mit den paar 100 Euro, 100 Dollar Beträgen hier auf 15 Millionen? Verstehe ich nicht. Na gut. Ja, ich weiß. Ihr müsst noch ein bisschen mehr sparen. Oder wir müssen noch ein bisschen mehr sparen. Komm, noch einen Monat. Zwei, jawoll. 500 Polizei. Bam. Gut, dann sollte die Kriminalität auch wieder runtergehen. Oha, sieht man schon direkt. Hä, ist aber gar nicht bis jetzt im Trieb. Hier sollte die Kriminalität wieder langsam runtergehen. Ja, sieht man schon. Die ist jetzt wieder runter. Das ist auch in Ordnung. Das ist doch in Ordnung. So, Crime ist nur noch 20%. Ja, Mehrwertsteuer kann ich nicht senken, sonst habe ich keine Einnahmen mehr. Hauskosten 7%. Oh, geht noch, das ist noch in Ordnung. Gut, wir sollten langsam mal ein paar mehr Gebäude bauen. Sorry, sorry. Was? Scheiße, 44 Dollar. Haha, ja gut, das ist natürlich, ist natürlich, ist natürlich scheiße. Kann ich mal ein paar, Road. Dings so bauen hier? Bap, 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 Sorry, 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 sorry. Wir sind so pleite. Residential. Gut, als nächstes wieder ein paar Häuser bauen, damit wir hier mal ein bisschen mehr Bewohnschaft haben. Wir brauchen definitiv mehr Einnahmen. Das wird so nichts. November. Ja, die Kriminalität sinkt endlich wieder. Nur wir haben jetzt natürlich auch mehr Ausgaben, ne? Klar. Ich habe Polizei. Ist nicht gerade die Krönung hier, was wir hier haben. 3 Dollar. Boing. 3 Dollar, Alter. Oh, wir haben gerade 100. Ja, weil ja, die Polizei wieder reingekommen ist, ne? Boing. Für eine Wohnung reicht das? Geld leer. Wow, wir sind schon wieder pleite. Oh Gott, 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 oh Gott. Ja, Park könnten wir. Ne, kostet 20 Dollar. Ach, scheiße. Wir müssen das Ganze attraktiver machen. 14% Crime mittlerweile nur noch. Ah, scheiße, scheiße, pendelt sich ein. Das ist eine Scheiße. Gut, gucken wir mal nach. Crime, hier ist safe. Das auch safe. Ah, da ist leichte Kriminalität. Hä, warum ist die. Hä? Warum ist die hier höher als da? Achso, weil sie Hochhäuser sind. Ah ja, doch. Ganz schön. Oh Gott. Oh, Alter, hier ist. Ja gut, jetzt Krankenhaus. Aber hier in den großen Blockhäusern, da ist die Kriminalität ganz schön hoch. Moderat. Wow. Hä? Die haben die gleichen Abgase wie die hier, obwohl das hier nur ein paar kleine Mini-Häuser sind und hier ist gleich eine ganze, weiß ich was, Hochstadt. Ist ja ein bisschen. Ah, Geld versinkt doch wieder mittlerweile, ist ein bisschen scheiße. Boing. Oh Gott. Boing. Leck mich. Wir müssen mal gucken. Oh, wir haben die Leiter gleich verbunden. Ja klar, ist natürlich Industrie, ist klar. Hier ist natürlich absolut Katastrophe natürlich, was die Abgabe angeht. Klar. Aber deswegen ist das ja auch so weit entfernt von den Dingern hier, damit halt die nicht nach da übergehen. Aber hier hat man halt hier jetzt relativ hohe Abgaswerte natürlich auch noch. Hier moderat. Erstens, weil sie selber natürlich Abgase produzieren, was natürlich auch wieder die hier beeinflusst. Aber vor allen Dingen werden die natürlich auch hiervon gesättigt, ne? Von daher. Wow.
Gut, wir müssen mal gucken, was wir jetzt als nächstes bauen. Noch wünschen die Herren erstmal gar nichts. Oh, der Markt geht gerade ganz schön nach unten im Keller. Das ist ja nicht sehr nett. Ja. Wir brauchen beim Markt, hier auch sehr unbenutzte Plätze. Der Markt hängt gerade im Keller. Es ist natürlich immer alles mit einer gewissen, es ist natürlich angelehnt an Realität, klar. Ist ja quasi sowas wie ein Wirtschaftssimulator. Sowas ähnliches. Und heißt also, auch hier gibt es wieder so nur Höhen und Tiefen. Ne? Heißt also praktisch Finanzkrise oder halt gerade der Boom. Und jetzt sind wir halt gerade, wir sind jetzt gerade im Aufschwung. Jetzt haben wir auch mächtig viel Geld gemacht. Jetzt sind wir gerade im Aufschwung. Und sollte wieder Aufschwung haben, geht er wieder runter, bis wir wieder Pleite haben. Jetzt merkt man, der Markt erholt sich und deswegen steigt auch jetzt die Industrie wieder auf, weil sie wieder was zu produzieren hat. Und kaum steigt der Markt auf, ist auch hier wieder alles belegt. Und so zieht sich praktisch das gesamte Spiel lang und wir müssen halt versuchen, dass wir unter anderem halt immer größer werden. Also ich versuche in dem Let's Play jetzt hier mindestens die 100.000 Marke zu grenzen. Hä? Die 100.000 Grenze? Hä? Ihr wisst, was ich meine. Also 100.000 Leute und mehr hier drin zu haben. Das wird eine mächtige Herausforderung. Wie gesagt, auf so einer Insel habe ich das noch nie geschafft. Andererseits muss man auch dazu sagen, ich habe jetzt noch nie wirklich aktiv gespielt. Ich habe halt, ich meine, die ganz große Stadt, die ich euch gezeigt hatte, die habe ich in 15 Minuten hochgezogen, weil ich halt auf Super Speed war. Deswegen, das war quasi voll gescheatet. Hier ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Also mal ich auch in der großen Stadt ein bisschen total, da war hier auf No fast 100%. Hier, wir haben noch bereits Polizei. Ich kann nicht noch mehr bauen, denn haben wir mehr Ausgaben als Einnahmen. Das geht nicht. Könnte höchstens hier eine Feuerwehr erschrotten. Boing. Wir bauen erstmal hier wieder ein paar Häuser. Oh mein Gott. Wire. Oh. Ich wire dir gleich mal ein. Road. Das ist aber ausgewired. Leider. Rail. Ah, nee, wird zu teuer. Ja. Können hier unten noch ein paar Leute hin? Sorry. Fuck you. Traffic Warning. Ja, das war klar. Deswegen, wir müssen eigentlich überall Gleise bauen. Ja, mit dem Traffic ist hier komplett übertrieben. Also, du kannst gar nicht so viele Straßen bauen, wie du hier müsstest. Ich meine, wir haben hier teilweise schon zwei Straßen und Gleis. Und trotzdem sagen die teilweise hier mit, ja, Verkehrsprobleme. Hier siehst du ja, alles ausgebucht. Obwohl die Straße hier oben komplett leer ist. Also ist ein bisschen, ist halt so. Aha, der Markt und der Industrie ist gerade auf Nullniveau. Den Personen geht's aber gut. Da ist gerade Nachfrage. Ja, da ist es doch gerade ganz schön bebaut, hier allerdings kaum. Okay. Query. Mal reinschauen, warum. Nee, Kriminalität ist gut. Ja, haben wir auch kaum hier. Ja, Kriminalität doch, 15%. Das ist halt hier unten. Bei den Metropolen, da müssten wir mehr zu haben. Wow, ist ja gut jetzt. Hier bebaut sich das Ganze langsam. Können wir hier noch ein bisschen mehr ans Netz anbinden hier. Oh Gott, Alter, ist das teuer. Fuck. Scheiße. Oh Gott, ist das teuer. Road. Oh, wir sind pleite. Yay, genau 0 Dollar. Hoffentlich machen wir jetzt keine Verluste. Sonst sind wir ganz schön am Arsch. Aber hoffentlich kommt dadurch jetzt wieder ein bisschen mehr in Gefälligkeit. Mal gucken. Query. Residento. Ja, was das bedeutet, habe ich keine Ahnung. Ach so, ja. Es ist halt einfach nur, dass es hier eine grüne Fläche ist, wo Leute einziehen. Ich schon wieder. Density, glaube ich. Da. Was? Wo denn? Nett, mag ich. Ach ja, die guten alten DOS-Spiele. Wie gesagt, das ist ja komplett angelehnt ans DOS-Spiel. Ich meine, die Sounds sind jetzt etwas besser, früher klang es ultra schlecht. Also ultra schrecklich.
Wobei, wie gesagt, das Spiel kam damals 89 raus. Ich hab's gespielt, weiß nicht, irgendwann so. Ja, 2000 rum. Also, da war ich gerade mal 6 Jahre alt. Und da war das für mich natürlich der perfekte Highlight. Wie gesagt, 2000, da hatten wir gerade mal Windows 95. Da hatten wir so Spiele hier noch überhaupt gar nicht. Da war das praktisch der Burner. Ich weiß gar nicht, 92 oder irgendwie kurz danach? Nee, Quatsch, 2002 meine ich natürlich. 2002 oder 2003, irgendwie so danach, hatte ich noch angefangen mit Doom. Da war ich auch noch relativ jung. Aber wie gesagt, war halt alles damals nur Shareware-Version. Und auch SimCity hatte ich am Anfang nur als Shareware. Die originale Version hatte ich dann viel später erst illegal bezogen. Anders als bei Doom. Aber SimCity hatte ich damals illegal bezogen gehabt. Also, kennt man ja damals Pausenhof, ne? Da hat man ja so eine Sache noch getauscht. Heutzutage ruft man sich vielleicht noch auf seinem Smartphone an, also da gibt es sowas gar nicht mehr. Disketten, huhu. Ja. Oh, also Disketten waren sowieso die beste Zeit. Oh, hab ich damals, oder liebe ich immer noch Disketten. Also, kann ich euch mal dann im nächsten Video auch mal ein paar Disketten zeigen, die ich noch hier rumliegen habe. Hab doch haufenweise Disketten. Nur die meisten sind halt gerade in Kartons. Ah. Gute alte Zeit. Gute alte Zeit. Ah, okay. Ja, würde ich mal sagen, das Jahr warten wir noch ab und dann beenden wir auch langsam mal das Let's Play hier. Boing. 400, wow, Alter, wie viel? Boing. Wie viel haben wir denn? 18.000, oh, ja doch, geht mittlerweile langsam. Ja, weil wir jetzt hier Häuser gebaut haben, ne? Residential. Das merkt man natürlich sofort. Aber der Markt ist im Boom, aber die baut das hier nicht aus. Ah. Suspekt. Echt suspekt. Rail. Ja komm, hier noch, bam. Bitteschön. Residential. Oh, ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht so weit rausgewagt. Oh, oh. Wire. Dann nehmen wir hier noch ein paar Kabel. Oh. Oder muss doch halt gar kein Gebäude. Residential. Und wir sind weiter. Okay. Gut, denn hier unten haben wir die Kraft. Ah ja, der Kraftwerk ist ja noch hier immer noch beschädigt. Läuft das? Boing. Wow. Wow. Nice. Boing. Läuft das Kraftwerk unten eigentlich noch? Scheint doch zu laufen, ne? Dann sind die low. Ja, die laufen beide noch. Weil die Tiere halt so kaputt aussieht. Alter, hoffentlich kommt hier nicht bald zum Fallout. Das wäre natürlich schlecht. Aber ich weiß nicht, ob diese halb kaputten Kraftwerke praktisch eine Gefahr darstellen. Es ist immerhin ein Atomkraftwerk, von daher kann es durchaus sein, dass das Ding bald hochgeht. Aber genau deswegen habe ich die Dinger halt so fett, weil die Dinger können halt wie gesagt hochgehen, durch Naturkatastrophen etc. Und dann haben die halt einen relativ hohen Fallout, der in ungefähr so großen Bereich rausgeht. Deswegen habe ich halt hier auch nur die Industrie hingestellt, die können das ab, die hält sowas aus. Die arbeiten selber mit Giftmüll, die wissen, wie viel man sowas handhabt. Aber der einfache Bürger halt nicht, ne? Der muss geschützt werden. Gut, ja, das war's erstmal soweit. Boing. Pause. Save. Ja, und da würde ich mal sagen, das war's dann.